Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Check, würde ich mal behaupten. Und zwar heute mit dem O405G, der ja gestern erschienen ist. Also beziehungsweise, wenn das Video kommt, ist es nicht gestern. Dann sind wir in der Zeit so ein bisschen schon weiter. So. Und ich habe heute mit dabei den Julian. Hallo. Hallo. Oh, guck mal. Und, ja, jetzt wird es gerade ganz schön laut. Ja, zwei Generationen, ne? Verschiedene. Zwei Generationen. Mal. Zwei Generationen Gelenkbusse für Omsi 2. Ja, schon gut. Und wenn der jetzt da so stehen bleibt, habe ich gleich ein Problem, glaube ich. Ja, auf jeden Fall fahren wir heute mit dem wunderschönen O405 Gelenkbus im Rheinbahn oder, ja genau, Rheinbahn Düsseldorf Repaint. Also ganz hier aus der Nähe. Allerdings nicht mit exakter Konfiguration. Weil der Carsten hat den Bus aufgekauft von der Rheinbahn für die RVAG. Genau. Und er hat dann so ein paar Sachen umgebaut. So eine Kasse hat er eingebaut und andere Matrix und ja, so. Nur halt, Problem war, der Lackierer, der hatte noch keine Zeit. Und deswegen fahren wir heute noch mit der Rheinbahn-Lackierung. Ja. Ja. Genau. Wir wollen euch so ein bisschen den Bus vorstellen und dann einfach mal ein bisschen über Ruhrau düsen hier. Ne? Ja, genau. Also was ihr hier gerade seht, ist im Grunde die Konfiguration. Also die kann man hier im Bus selber, also während des Spiels ändern. Das ist voll geil, finde ich. Oder? Ja, ja, ist es. Kleine Info noch, ja. Das Kennzeichen ist zurzeit ein Dummy-Kennzeichen, weil er noch auf Berlin zugelassen ist. Alter Schwede, ey. Geil, ne? Rheinbahnbus von Ruhrau aufgekauft mit Berliner Kennzeichen. Ich glaube, das ist ein Voll-Fail. Aber scheiß drauf. Ja, wieder nicht dran gedacht, dieses Kennzeichen einzugeben, ne? Das geht mir jedes Mal so. Naja, hätte auch keiner gesehen, wenn du das nicht gesagt hättest. Bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall, total geil ist, man kann hier entsprechend im Spiel die Konfiguration von dem Bus verändern. Das werden wir euch jetzt am Anfang so ein bisschen zeigen, bevor wir losfahren, weil scheiß auf Fahrplan, interessiert keinen Menschen, sondern Bus ist interessant. Ne? Und zwar kann man, Tracker, kann man hier, ihr seht hier im Grunde den Fahrerarbeitsplatz und geil, ne? Und hier ist ein wunderschönes weißes Buch. Tada! So. Und in diesem weißen Buch sind verschiedene Bilder und da kann man entsprechend die Konfiguration von dem Bus entsprechend verändern. Und zwar kann man zum Beispiel hier die Türsteuerung verändern. Zum Beispiel, dass man, was war das? Berliner Türsteuerung war das, ne? Dann genau. Ganz hinten Automatik. Also erste, zweite Türflügel mit Türtaster gesteuert und zweite und dritte Tür per Automatik. Ja. Und das andere ist, ich sag mal normal. Erste Türtaster, zweite Tür, zweiter Türtaster und die dritte Tür wird per Freigabeschalter umgelegt. Gut, das will ich gleich einstellen. So, dann haben wir hier noch Curtains. Curtains sind Vorhänge, die du dann im Raum. Die machen wir jetzt mal eben kurz rein, ne? Und dann gucken wir mal. Da hast du nur so kleine Vorhangteile da hängen. So Seile. Nein, so Seile, weiß aber nicht, ob man die aufmachen kann, die Dinger. Das weiß ich nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Ja. Nee. Okay, Seile haben wir dann. Die machen wir wieder weg, weil die sind nicht so schön. Dann können wir hier, das ist so das Interessanteste. Also, ich habe jetzt hier schon die, finde ich, geilere Kasse. Definitiv, also ist eine Touch-Kasse. Aber man kann auch hier so eine alte Blob. Eine rote, die ist tatsächlich rot. Die ist super schön, muss ich sagen. Deswegen machen wir das direkt. Oh, jetzt habe ich das Buch zugemacht. Deswegen machen wir das direkt wieder zurück und holen uns diese geile Ticketmaschine. Dann haben wir die Möglichkeit, hier so wunderschöne Radkappen drauf zu ballern. Yay! Juhu! Bin ich immer wieder begeistert von, auf jeden Fall. Ja, der Chakoti sagt ja, Radkappen, also entweder nehmen die Verkehrsbetriebe die irgendwann ab oder die rollen die oder überholen dich, wenn er genau, an der Ampel oder die nehmen sich, oder so. Die nehmen sich selber ab. So, ja. Dann haben wir hier die Türen und zwar haben wir jetzt gerade, kann man sehen? Machen wir zu, ach so. So, da, ja, könnte ich auch zumachen, ne? Hier, das sind mehrere Arten von Radkappen oder was? Ja, vorne sind die etwas Dingensbums da, bisschen ausgewölbt wegen der Narbe.
Der Radnabe. So, dann haben wir hier ne, komplett Glas und dann können wir jetzt hier drücken. Tschakka! Und dann fühlen wir uns wie im Gefängnis. Dann Yay. Ist da hier entsprechend, ja, kein Glas. Ne? Sind dann so die. Sieht irgendwie. Nee. Sieht irgendwie. Nee. Nee. Also erstmal Radkappen weg. Oh. Das mit dem Tracker, ne? Mach den Tracker aus. Nein, mach ich ja nicht. Pausieren. Ja, okay. Kann ich den pausieren? Ja. Ich habe aber die Ding ist nicht. So, dann haben wir Destination Display. Und zwar, wir haben jetzt für uns die beste hier, meine, ja, finde ich, rausgesucht. Dann kann man hier noch Es gibt vier verschiedene insgesamt. Einmal, ne, so schwarz und hier weiß. Problem ist, dass wir ja für Ruhrau keine Rollbänder irgendwie haben, gerade. Oder ich habe sie nicht, ich weiß es nicht. Da muss ich auch nochmal gucken, dass wir da welche kriegen. Dann haben wir als nächstes komplett in weiß. Dann hier mit so Einzelfeldern. So Blockanax. Blockanax, genau. Aus OMSI 1 ganz gut bekannt. Ja, da, genau. Außer der Busfahrer hat Vollmatrix, keine Vollmatrix gab. So, und dann die schöne. Dann die schöne Vollmatrix. Ja. Ich habe mir sagen lassen mit Lavo-Schrift. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ne? So, dann haben wir. Was haben wir noch? Schöne Pausen. Kaffeetassensymbol, was der Andi da gebastelt hat. Ja, das ist geil, ne? Ich finde das echt ganz gut aus. Also der hat sich da echt Mühe gegeben, was die Sachen alles angeht, ey. Das sieht echt super aus. Dann haben wir hier Marker Lights. Wir haben aber gerade schon festgestellt. Wir wissen nicht, was es macht. Also, sie sind da und wenn man drauf drückt, sind sie immer noch da. Also, vielleicht haben wir auch was vollkommen Falsches, aber wir wissen es halt nicht. Also, ja, also Genau, so, dann kann man hier den Tacho noch, das ist aber jetzt nicht so interessant, gibt zwei und verschiedene Drehzahlmesser. Und Drehzahlmesser ein oder aus und ja, so. Dann That's everything. Genau, so, und dann müssen wir, genau, also zum einen muss man hier oben die Matrix einstellen. So, Fahrtziel. Dann gehst du auf L. Jetzt gehe ich auf L. Ja. Linie. Schreibst du 179 rein. 179.00, ne? So. Mit dem Pfeil bestätigen, ne? So, und jetzt... Jetzt musst du A oder B drücken. Ah, das sind dann die Routen schon, oder was? Ja, das ist dann die Richtung, wo er dann hinfährt. Und was ist, wenn ich verschiedene Routen habe? Du guckst, ob du... keine Ahnung. Ruhrau Hauptbahnhof. Hübsch. Passt. So. Passt. So. Pass. Aber wir müssen hier gleichzeitig dann noch hier einen Ticker. Ne? 179.00 Eingabe. Ach nee. Doch, Eingabe stimmt schon. Der springt nur nicht direkt dahin. Jetzt hast du Route 0 eingegeben. Ich habe gar keine Route eingegeben. Ja, sag ja. Linie, du kannst Linie wechseln. Oder Linienwechsel, da. Und jetzt machst du nochmal 179.00. Ja, aber wie komme ich denn jetzt auf die Route? Route, einmal Eingabe drücken. Habe ich ja gerade auch. So, und jetzt nicht nochmal, sondern einfach 1 oder 2 reinschreiben. Ja. Jetzt bekommst du tatsächlich Linie. Cool. Also der 179.00, Fahrt 1. Okay. So, 14.05 Uhr und wir sind schon zu spät, ne? Nee. Wann ging's denn los? 14.02 Uhr. Oh, ja. Ja, Sabbeltasse. Genau, so, jetzt krieg ich den Bus wieder nicht an, wa? Warum krieg ich den Bus nicht an? Hast du den Gang eingelegt? Ja, ich hatte den Gang eingelegt. Warum hatte ich den Gang eingelegt? Aus Versehen vielleicht. So, Bus ist an, Gang ist drin, kein Druck. Toll. Ah, so. Naja, du hast schon Druck dadurch, dass du jetzt Fahrgäste transportieren musstest vor 3 Minuten schon. Genau. Mhm. So, wir müssen jetzt hier leider mal an dem schönen C2 vorbei. Mit so einem bin ich heute gefahren. Nur nicht von der RVG. Nee. Nee. So. Also von den Sounds her schon geil, muss ich schon sagen. So. Boah, diese Tür-Sounds, cool. Hallo! Hallo. Hey, Alter! Hey, Alter, sagt er zu sich selbst. Eine normale Fahrkarte. Jetzt muss ich mich nochmal dran gewöhnen hier. Fahrschein normal, da oben. 2,70, so. Danke. Guck mal, wir haben sogar... Einmal Schüler. Was denn? Wann kommt denn das Eurosystem auf Ruhr? Du, bei Ruhrau 2 habe ich es ja schon. Wo ist denn hier ermäßigt? Da. Ja, Herr Busfahrer, ist ja in Ordnung, du kleiner Scheißer. Bitte schön.
Habe ich da gerade einen... Nein. Von Oskar gehört, hier so ein Klappern auf dem Boden. Ja, der ist da halt hier so ein bisschen wieder schwer unterwegs. Ist Oski wieder da? Ja. Nächster Halt, Ruhrwiesen. Oh, automatische Haltestellenansagen, Walter-Schaltungsgerät. So, und jetzt kommt's. Die schalten sogar weiter, wenn du an der Haltestelle vorbei brennst. Das kennt man ja schon von manchen Bussen. Ja, der hat jetzt sogar schon weitergeschaltet, obwohl wir noch gar nicht da waren. Das ist halt das Problem an diesen Schaltungen. Wenn man es falsch macht, gerne ja, mal zu weit. Ja, das Problem ist, da war jetzt, sind wir wieder an einem Würfel vorbeigefahren, der aber an der anderen Seite von dem Bus, also links ist. Eigentlich müsste man das irgendwie einstellen können, dass er nur an Würfeln also weiterschaltet, die... So, wie mache ich das denn jetzt? Mit dem Fall zurück. So. Oh, also man kann Haltestellen Weiterschaltungen programmieren, das ignorieren. Halbe Höhe. Bin ich jetzt gerade irgendwie im falschen Film hier? Sonst drückst du unten für die andere Richtung. Meinst du, ich habe in die falsche Richtung? Ja. Nächster Halt, Bogenstraße. Nee, Bogenstraße, aha. Nächster Halt. Fahr bis zur nächsten Haltestelle. Und dann machst du nochmal Linienwechsel und gibst hier gute Nummer neu ein. Okay, dann mache ich das nochmal, ne? Mhm. Dann mach das doch nochmal. Er kommt aber nicht so ganz aus dem Puschen hier, der Hund. Der Hund, sag ich schon. Der Bus, ne? Wie viel PS hatte der eigentlich nochmal? Ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet beim. Weiß es leider nicht. Aber, was der Josh schon gesagt hat, oder der Chikodi, eins von beiden. Mhm. Einer von beiden hat gesagt, der Wagen hat. Der G-Wagen hat leider nur unwesentlich mehr PS oder glaube ich kaum als der Solo-Wagen, weil das beides die fast gleichen Aggregate sind. Mhm. Das heißt, wir mehr kommen Gewicht gleich, für weniger Power. Wir kommen gleich den Berg nicht hoch, heißt das. Kann dir passieren, also ich glaube allerdings, dass auf Ruhr auch kein so steiler Berg existiert, dass man da vom... Doch von der Fahrt her nicht hochkommt, wenn du da anfahren musst, dann kann das Probleme geben. Ja, lass ich mich mal überraschen. Ich bin gestern auf Sittingen gefahren und er ist zum Teil, ist er verreckt, weil da gab's, nach dem ZOB gibt's ja so einen, da musst du so einen steilen Berg hoch. Ja. Das hat auch halbwegs geklappt, aber oben musste ich anhalten, weil ein Kreisverkehr war. Das Anfahren hat danach ein bisschen gedauert. Aber er hat es geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, aber es hat geschafft. Oh, ich habe den Schein nicht genommen. So, dann wollen wir nochmal... Linienwechsel. 190.00. Eingabe. 1, Eingabe. Jetzt kannst du nochmal mit Q weiterschauen. Nächster Halt, Bogenstraße. Der ist wieder bei der Bogenstraße. Aber jetzt ist ja richtig. Warte mal. Jetzt ist ja richtig. Die nächste ist ja die Bogenstraße. Na gut, dann hoffen wir mal, dass er weiterschaltet. Ja, das hoffen wir mal, dass er das nicht tut. Weil sonst schmeiß ich die Kasse aus dem Fenster hier. Dann schmeiß ich dir raus, die Scheiße. Da kommt das rote Ding in hier rein, das rote Monster. So, aber kleine Spiegelchen, ne? Also schon interessant, so wie früher die Spiegel waren und wie sie heute sind, ne? Ja, heutzutage haben sie Warndinger an den Spiegeln, damit sie dich nicht vom Bordstein fegen, wenn du zu nah dran stehst. Das ist schon echt geil. So kleines Pizzles-Ding, so. Ja, wobei, süß. Weißt du, was immer noch der Unterschied ist zwischen heute und damals? Damals sind das wahrscheinlich so Dinger gewesen, selbst wenn, die waren zwar klein, aber selbst wenn sie dich dann berührt hätten sie dir, glaube ich, die Birne weggehauen. Heutzutage würden sie, glaube ich, abbrechen. Ja, gut, das stimmt, ja. Ja, so, er hat natürlich jetzt wieder weitergeschaltet. Mann. Das hasse ich so an diesem Weiterschaltungssystem. Ja, wobei das komisch ist. Also, es ist wahrscheinlich ein Fehler in der Firmware, den muss nochmal geupdatet werden. Muss die IT der RVRG das mal machen. Meinst du? Ja. Na gut, aber hier ist ganz schön viel Verkehr, kann das sein? Ein bisschen, ja. Ich frage mich, was hier... habe ich irgendwie hier ein bisschen zu viel eingestellt? Oder? Ich hoffentlich jetzt nicht mit dem Finger auf mich selbst gezeigt hier. Ja, ich fahre, genau. Du hast recht, ich fahre. Ja. Weißt du, was sein kann? Was denn? Falsche Hofdatei? Nee. Von Ruhrort 2 vielleicht?
Nee, aber ist ja das. Das gleiche. Die 179 hat sich ja bis jetzt noch nicht verändert. Was? Die ist doch komplett neu gebaut, lügt doch nicht. Dann drückt man nicht. Dann drückt man den. Was von ist den denn mit dem Booster funktioniert gar nicht. Das rechts daneben? Gar nicht. Es geht nur das in der Mitte. Ja, eine Fahrschein. Ist ja gut. Eine Fahrschein. Ja, ich bin gerade durcheinander, hast du recht. Jetzt musst du auf Storno drücken, Storno drücken, Storno drücken, bevor du neu ausdruckst. Was muss ich drücken? Storno, wo ist Storno? Storno. Da, zweimal Storno. Achso, das geht ja nicht, okay. Normal im Relive müsstest du es. Ja, habe ich endlich jetzt hinten die Tür auf? Ja, habe ich. Weil nämlich, schön, wie die so wabbeln. Ja, beim C2 zum Beispiel musst du ja auf Storno drücken. Aha. Wenn du eine Karte falsch verkaufst, dann musst du auf Storno drücken, den Verkauf stornieren, dann wird er dir wieder abgezogen vom Tageserlös und dann. Toll. Ja, ich tu das einfach reinlegen. So viel war das ja jetzt nicht. Ja. Ja, das mit den Ansagen geht mir jetzt irgendwie auf den Zünder, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, mit so kleinen Fails muss man halt leider leben. Ja, ich rase auch morgen schon so zur Arbeit. Das stimmt, ja. Außerdem fahre ich gerade mal 50 und innerorts ist das erlaubt! Wer hat die Frage nochmal gestellt? Andi, oder? Andi, ja. Fahren Sie auch morgen schon so zur Arbeit? Guck mal, der fährt jetzt mal hier quer durch die Autos. Auch nicht schlecht. Wie viele Z2er hier auf Ruhr auffahren? Hör mal, Modernisierungsmaßnahme, seitdem ich das letzte Mal hier war, oder was? Geil, ne, oder? Und wir fahren hier mit dem schönen Retro-Bus. Bei Project Cars stünde da jetzt dran Vintage O405. Ja, wahrscheinlich. Habe ich jetzt das gedrückt? Nein. Ja, hallo, guten Tag. Ich habe heute auf Facebook da, einen Spruch gelesen. Erstmal stand da so, jo, erstmal mit dem dicken Benz durch die Stadt cruisen und die Bitches aufgabeln. Die Bitches aufgabeln? Ja. Und dann stand da drunter, Manfred, 53, Busfahrer. So viel zu dicken Benz. Das ist geil. Der war gut, ey. Der war wirklich geil. Oh, jetzt geht der vielleicht weiter. Ja, das wäre schön, wenn man das dann wieder zurückschalten könnte. Mhm. Das ist etwas schade, muss ich sagen. Warum blinkst du jetzt? Weil ich rechts abbiegen muss. Ach so. Aber weißt du, erst nach der Ampel. Blinken Kilometer, bevor er abbiegen das muss. Das macht man so. Nein, nicht ein Kilometer. Doch. Doch. Nee. Doch und nochmals doch. Und warum steht der da eigentlich da mitten auf der Straße? Weil er nicht mehr rübergekommen ist. Oh, ich hasse die Umsi-KI. Habe ich das schon gesagt? Heute? Nee, ne? Du hast nicht, heute oder? Bis jetzt nur gesagt, ich hasse Umsi. Ach ja, stimmt. Also ich hasse auch die Umsi-KI. Ich weiß auch nicht, warum hier so viel los ist. Es war doch sonst nie so viel los. Tja, Wolfs Fahrgast Aufkommen. Wahrscheinlich haben wir hier irgendein Fest hier in Eschenburg. Ja, er fährt auch einfach weiter. Nee, ist klar. Das Eschenburger Würstchenfest. Ja, genau. Grillparty. Grillparty. Das ist mega Barbecue. Genau. Der wievielte ist es eigentlich im Spiel? Heute? Der was? Oder also was für ein Datum hast du im Spiel? Mai. Wir haben Mai. Mai ist ja, schon. Ja, dann kommt das hin mit Grillparty. So, was ich mich jetzt nur frage ist, guck mal, da hinten steht jemand. Ja. Der Taster hat leider keine Belegung. Du musst den mit der Maus klicken. Was ist denn, wenn ich jetzt hier hergehe? Und wo war es denn? Automatic Manual Doors und so. Ich glaube, dann hat der Taster immer noch keine Belegung. Ach, jetzt geht die Auto. Ah, haha, bleib stehen. Ist die automatisch zugegangen, okay. Habe ich da jetzt so. Wie gesagt, der Taster ist nicht belegt, den hat, Dings. So, das heißt, ich muss jetzt hier drücken. Passiert aber nichts. Weil keiner raus will. Du musst doch. Jetzt aber auch wieder. Guck, ja, okay, da will keiner raus. So. So.
So. Ja, dann fahren sie weiter. Voll let's fail. Ach, Carsten. Und das mit diesem wunderschönen Bus. Der ist massiv. Der macht. Der zerbeult die Gitarre zu und da hast du noch nicht mal eine Schramme. Carsten, ja, du sitzt ein bisschen tief, habe ich so das Gefühl. So, warte. So besser? Ja, so ein bisschen. Ja, so, ich häng... Leertaste. Das... Was? Leertaste? Leertaste. Warum? Na, drück mal. Oh! Oh, danke. Bitte. Oh. Angenehm, wa? Ja, ist voll cool jetzt. Sieht so man viel. Ja was vom Biss. Wenn ich jetzt nochmal Leertaste mache, was ist dann? Dann ist nichts. Leertaste resettet nur die Ansichten. Aha. Ja. Aber ich finde, der hört sich voll cool an hier auf dem Kopfsteinpflaster, habe ich das schon gesagt? Ja, vor allem, der hat auch dieses Luftgeräusch von den Federungen, was der immer hatte. Dieses ganz spezielle Zischen da. Ja, das ist total geil. Mercedes! Alles schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Definitiv ein geiles Gerät. Das ist halt echt cool. Vor allem, wenn, ich finde, wenn du anfährst, dann habe ich direkt wieder diese Fahrten mit diesem Bus im Kopf, weil das ist so geil, dieser Sound. Der ist einfach nur geil. Und was ich noch nicht viel zu spät, ja, und halt die Bubble da. Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, dass der rote Blinker hat hinten. Zum Teil. Das habe ich auch nicht verstanden. Also entweder waren da eigentlich gar keine Blinker. Gut, dass ich schon guter Fahrer bin. Selbst wenn von wem würdest du wohl gefeuert werden? Ja, ich bin ja der Chef, ne? Du bist ja der Chef in der ganzen Bude. Ich bin ja der Chef hier, ne? Der Chef. Ja. Der Chef. Held im Erdbeerfeld. Ja. Und einmal links rein. So, da kommt irgendwo Feuerwehr oder so. Der Tüter da, ja, da ist man auf Huawei 1 nach diesem Einzelnen. Ja, ich muss das alles, das wird alles gefixt und eingestellt dann in der neuen Version, wenn die dann irgendwann mal kommt. Ja. Ja, ne? In 2 Jahren, was? Nee. Dieses Jahr soll die erscheinen. Soll die? Ja. Aber frag mich bitte nicht, wann. Dieses Jahr. Wann kommt die denn? Wann ist das denn so weit? Das weiß ich nicht. Welche Plakette haben wir hier eigentlich? Haben wir hier eine? Rot. Ich wette. Nee, grün. Dann ist die. Falsch. Falsch. Also zur heutigen Zeit ist die falsch. Ich hab die Berliner Türsteuerung. Das mag ich ja gar nicht. Ja, sehr schön. Das machen wir dann an der nächsten Haltestelle nochmal. Hier kommt der Bus angefahren. Also, ich würde als Fahrer so stehen bleiben. Das ist voll geil. So. Aber du musst das nicht mal in dem Dingens umstellen. Du kannst den mit dem Nothahn jetzt einfach zumachen. Halt mal an. Machen wir das Büchlein weg. Büchlein weg. Ich steig schon ein. Guckst nach rechts, ja klar. So. Ey, geh da weg. Alter, geh mal da weg. Nassi, ey. Drücken hier. So, 30. Ich krieg hier die Krise. Ja, bitte, Julian, bitte. So, da Dingen aufdrehen. So, und jetzt machst du einmal hier. Ach, Mensch. So. Ja, super. Ja, egal, jetzt machst du den Nothahn nochmal. Nee, das funktioniert so nicht. Siehst du? Guck. Das kann doch nicht wahr sein. Geil, ne? Vor allem deine Reaktion. Ey! Boah, das mit dem Tracker hier. So. Ja, jetzt probieren wir. Oh, guck mal, jetzt fahren wir schon. Aha. Jetzt habe ich sie ganz kaputt gemacht, oder was? Hast du den Nothahn wieder zugehört? Ah, okay, so. So. Jetzt?
Ja, ah. Also. Geht doch. So. Das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Liebe Fahrgäste, entschuldigen Sie bitte diese kurze Unterbrechung, aber wir hatten eine leichte Türsteuerung, weil der Fahrer hier etwas ein Aufspielkind gemacht hat. Der Fahrer, da war so ein Fehler in der Verkabelung, das mussten wir mal eben lösen. Ui. Also fahren ist heute auch nicht, aber der ist schön, ne? Ich finde den echt schön. Der ist echt schön, der hat auch schöne Texturen. Ja, auch so von den, also auch das Repaint finde ich. So richtig reinbahnmäßig. So richtig reinbahnmäßig. Ja. Woher kommt das nur? Aber das mit dem Blinker ist wirklich, also ich glaube auch, dass da, kann das sein, dass da vielleicht gar kein Blinker war, ganz am Anfang? Weiß ich nicht. Nur Bremslicht vielleicht? Dann war es echt nicht, vielleicht aber kann gut sein, ne? Ich kenne die sogar so, dass da teilweise, oder waren das die M1, wo das nur unten war? Ich weiß es gar nicht. Die NG. Die gab es ja auch in 1000 verschiedenen Versionen hinten. Mhm. Heutzutage gibt es sowas nicht mehr. Da hast du eine Version für Heck und Front. Beziehungsweise bei Front kannst du bei manchen Bussen noch ein Werbedingens bestellen, aber... Ja, aber warum auch, ne? Also ich sag mal, warum soll sich das... Was hat ein Verkehrsunternehmen davon, da andere Blinker drauf zu machen? Also das habe ich sowieso noch nicht verstanden. Ganz viel Individualität. Ja, wir haben ganz besondere Blinker an unseren Bussen. Wir haben andere Blinker. Unsere machen Discofarben, wenn sie blinken, ja? Och man, jetzt fahr. Ich meine, jetzt wird rot, grün. So. Jetzt wird rot und sie wird grün. Heute ist Gegenteiltag, habe ich gehört. So. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, hör mal. Ja, aber ich hab's drauf. Guck mal hier, schön hier. Tschakka. Aber der kommt echt nicht aus so pushen, ne? Nee, nicht so wirklich. Oh ja, ist klar. Aber bremsen kann er. Mhm, das stimmt, ja. Das kann er sehr gut. So. Hier muss ich ja rechts, ne? Ja. Ja, weiß ich doch. Ich habe jetzt einfach mal ja gesagt. Aber ich kann die leider nicht mehr. Ist hier echt ewig. Ja, du bist ja auch nur die 177 gefahren, ne? Oder? Ja, ja, genau. Und die 180. Achso. Hm. Hey, hallo. Ja, hey, Alter. Das Geil ist, wenn du die Haltestellenbremse rausmachst. Was ist denn jetzt? Oh, jetzt fährt er auf einmal nicht mehr. Okay. Aha, jetzt habe ich die hintere Türe aufgemacht. Ja, ja. Heutzutage geht's auch sowas wie bei kurz vor Stehen einfach mal die erste Tür aufmachen oder so während der Fahrt, so wie wir es gerade gemacht haben mit dem Rollen, geht ja auch nicht mehr. Dann bekommst du eine Bremse reingeschmissen. Das stimmt, ja. Und zwar eine richtig brutale. Boah, hört sich das cool an. Der Gerät hört sich cool an. Ja, machst du gut so von außen fahren da. Ah, ein Baum. Schnell rein. Schnell rein in den Baum. Rein, genau. Oh, ist grün. Ist echt grün hier. Guck mal. Yay. Oh, warte. Oh. Die waren hier 30 erlaubt, ne? Ich wollte es nur mal so. 60. Mhm. Hat keiner gesehen, dass da 30 waren. Nein. Taxi bleibt stehen. Weißt du, was du noch merken wirst, wenn du dir den O305 anguckst? Was denn? Der hat gute Bremsen. Echt? Ja. Okay. Also ich habe bei mir im Video einen Bremstest gemacht, da, wo ich dann wirklich ein bisschen beschleunigt habe und mich dann voll auf die Bremsen gestellt habe. Der stand relativ schnell. Okay. Aber der hat auch sowas wie ABS nicht, also glaube ich nicht, dass er das hatte. Nee, zu der Zeit gab es das glaube ich noch nicht. Ja, genau, deswegen, also, der steht relativ schnell, der Bus. Oh, nicht schlecht. Oh, da So. Da kommt uns ein Kollege entgegen. Urbino. Ein Urbino. Ein CNB-Urbino. War das. Siehst du, hier fahren nicht nur Mercedes rum. Hahaha. Ja, aber neue Busse vorwiegend. Ja gut, der passt jetzt natürlich hier nicht. Wir haben hier so ein bisschen die falsche
AI-List genommen, ne? Also ich jetzt. Also du nicht, ich. Ich hätte eigentlich die mit dem 3-Generationen-Add-on, die hätte dann vielleicht ein bisschen mehr gepasst, ne, würde ich sagen. Du meinst, weil alles so moderne Busse sind und ja, so da wäre dann alte fährst? Ja, genau. Und da wären ja dann die GN2 und so dabei gewesen. Und so. Ja. Ja, so. Aber ist egal, wir wollen ja hier nur ein bisschen... Wir machen doch eine Sonderfahrt. Genau, stimmt. Eine Ansage. Nächster Halt, Waldschenkel. Wir sind schon an der Waldschenke, hast du gemerkt? Mhm. Mhm. Ich kenne ich auch wieder hier, die Waldschenke. Ja. Da links ist die. Da sind die einzelnen Tische. Genau. Ja, aber hier ist aber doch Wald. Was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass der performancemäßig jetzt nicht so ganz so Burner ist, oder? Kann das sein? Meinst du? Ja, also die FPS-Zahlen sind jetzt hier nicht so das Grüne vom Ei und ich weiß nicht, ob das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Karte. Würde ich jetzt mal behaupten, aber... Würde ich jetzt auch mal sagen. Weil mit den anderen ging das eigentlich hier relativ easy. Weiß nicht. Also habe ich so den Eindruck, dass er schon... dass hier schon ein bisschen mehr ruckelt im Moment. Mit The Bus. Mit The Bus. So. Oh yeah. Komm, fahr da dein Audi da um die Ecke, ey. Junge, 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 Junge. Kann doch nicht sein, sowas. Ja, die Ecke wird es im Übrigen auch... Ah. Aber knapp. In der Version 2 nicht mehr geben. Da braucht man nicht mehr so komisch hier so rumfahren. Mehr erzähle ich nicht. Aber man vielleicht doch, man könnte es so schon erkennen, so ein bisschen. Und der Baustelle da. Ja, ja. Ja, ja. Das ja, hat Josh damit zu tun. Ja, gar nichts. Aber ich sag's trotzdem mal. Guck mal, noch ein Solaris. Ein Urbino. Die Lackierung ist echt cool, finde ich. Muss ich echt sagen, ja, da hat der Andi echte saubere Arbeit geleistet. So. Fahren Sie in Zeitlupe? Nein, Sie doch mal. Oh Mann, sind Sie spät. Hallo. Oh Mann, sind Sie spät. Ja, ich fahre in Zeitlupe. Ja, und einmal die Kurzstrecke. Steig doch einfach ein und halt den Bubble, dann wäre ich jetzt schon weg hier. Einmal nach Hause bitte. Achso, also. Julia, du willst einmal nach Hause. Ich will einmal nach Hause. Ja, ja. Das ist richtig, aber ich bin schon zu Hause. Danke. Ja, aber du sagst mir gerade, du willst einmal nach Hause, bitte. So, habe ich jetzt eigentlich. Ich vergesse immer hinten. Ach, guck mal. Hat keiner gesehen, dass da die Leute aussteigen wollen. Was? Nein. Nein. So, jetzt muss ich den Taster wieder drücken. Dann muss ich den Taster. Und den. Boah, Alter, ich habe hier viel zu tun als Busfahrer. Schlimm, ne? Viel zu viel. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. So. Wir gucken mal. Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon unterwegs? Hast du das so ein bisschen so im Blick? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Oh, keine Ahnung, ey. Was bist du denn für ein Mitfahrer? Ne? Ich fahre nur mit. Ich bin kein Busfahrer. Ich muss nicht abschätzen, wie lange ich brauche. Ich würde sagen, 20 Minuten. Kann das sein? Wir sind 14.05 Uhr ungefähr losgefahren. Wenn wir jetzt 14.27 Uhr haben, kommt das ja hin. Wahnsinn. Aber schön hier, ne? Ja, aber, ne? Hast du das nicht auch schon umgestaltet? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, also ich hoffe, dass ich zumindest mit den Bauarbeiten an der 180 dann demnächst mal fertig bin. Und auch an den Bauarbeiten der 179, dann werde ich die auch mal zeigen, glaube ich. Was? Ja. Was? Ja. Wirklich? Aber sowas machst du? Ja. Wow. Ja. Und der Andi wird das auch dann zeigen. Und ich habe kein Handy in der Hand. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es so gefällt. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt, wenn das so umgestaltet ist. Ich würde sagen, wissen wir noch nicht. Genau. Lassen wir uns überraschen, ne? Mhm. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Wir werden sehen. So, jetzt sehe ich da nichts, aber wir da fahren. Da wackelt es ein bisschen, da. Wer wackelt? Dein Lenkrad hat gewackelt. Ja, das wackelt die ganze Zeit. Guck. Weil hier ein bisschen Unebenheiten in der Straße sind, weißt du? Aha.
Da haben wir es ja wieder. Da haben wir es wieder. Mhm. Hier müsste mal neu geteert werden. Mhm. Ganz, ja, dann macht das doch. Ganz schlimm. Sagt doch der Stadt Ruhau, hier muss neu geteert werden, weil sonst kommen meine Busse da nicht drüber. Ja, könnte ich eigentlich machen, ne? Ja. Nee. Will ich aber nicht. Nee. Mach ich nicht. Nee. So. Aber wir hatten wenig Tatütata bisher. Hast du schon gemerkt, ne? Wenig, ja. Hab ich gemerkt. Gut. Und die gehen alle durch. Perfekt. Dann können wir ja unsere Verspätung wieder reinholen. Also heutzutage ist es ja kein Problem, wenn du die Hand in die Tür hältst, wegen Türgummis und so. Ich weiß nicht, ob dieser Bus diese Technik auch schon hatte. Trotzdem, wenn er sie schon gehabt haben sollte, würde ich bei diesem Exemplar nicht meine Hände in die Tür halten, so schnell wie die auf und zu sind. Na klar. Zeig's an der nächsten Haltestelle mal, das ist brutal. Fällt dir der Arm ab, du. Ich glaube nicht, da passiert nichts. Das ist total harmlos. Ja, ja. So, hoffentlich kommt da jetzt keiner raus. Dann halt doch deinen Arm dahin und ich, Und du machst Tür zu. Ja. Hui! Wir fliegen. Ja, der Kast glaubt, dass er fliegen kann. Mhm. Was war da? Da war Feuerwehr. Ich kann das auch. Du kannst das auch. Guck, bremsen kann ich auch. Fahrt ihr mal da, ihr Ochsen ist grün. Ochsen? Ja. Ochsengrün? Ochsengrün. Ochsengrün. Ich kann ja, warte mal, heute ist quasi, also wenn das Video rauskommt, dann ist Donnerstag. Nee, da kann ich noch nicht. Nee. Also ich habe ja heute schon was aufgenommen. Da geht es auch um Ochsen und Kühe und so. Was? Ja, ich habe ganz interessante Themen bei ATS. Ganz interessante Themen. Ach so, jetzt hat er ATS verraten. Ja. Ich bin ein bisschen ATS gefahren und habe das mal aufgenommen. Ja, ist diese Woche ja auch leider etwas kurz gekommen, beziehungsweise eine Folge ausgefallen. So wie Train Simulator auch. Mhm. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, auf Train Simulator, da fehlt mir im Moment auch so die Lust zu, muss ich sagen. Ja, dann musst du es ja nicht machen, wenn du. Nee, dann mache ich das auch nicht. Ne? Ich werde das auch jetzt erstmal, glaube ich, diese Woche sein lassen und dann gucken. Irgendwann fährst du mal mit dem Zug und hast wieder richtig Bock und dann fährst du wieder. Nee, ich fahre ja gar keinen Zug mehr, ich fahre ja nur noch Auto. Ja, wir fahren ja jetzt mit dem Auto zur Arbeit und so und mit dem Auto dahin und mit dem Auto hierhin und so. Nur noch Auto fahren? Ja. Was ich ganz interessant finde, jetzt kriege ich gar keine Ansage mehr, ist cool, ne? Jetzt hat er sich gedacht, nö, der ist so unzufrieden mit mir. Nö, ich höre jetzt auf. Das ist echt komisch. Hey. Einmal nach Hause bitte. Ach so. Das Hey war doch von mir, oder nicht? Ja. Ja. Dacht wieder einmal nach Hause bitte, der Julian. Aber immerhin bin ich im Anzug. Danke. Ja, Geld fürs Bahnhofsklo, genau. Was? Den Spruch habe ich aber nicht aufgesagt, nee? Oder? Weiß hab ich das? Nicht. Also hörte sich gerade so an. Ich habe das auch nicht so ganz gehört, aber. Was? Warst du das? Darf er das? Darf ich das? Warte nicht, muss ich mal nachgucken. Also, ob. Hast du die Sachen noch, oder? Ich hab doch die Passenger Voices. Ach ja, du hast ja die Passenger Voices. Dachte, du wolltest im Skript von mir, im Drehbuch nachgucken. Das Drehbuch? Nee, das habe ich nicht mehr, glaube ich. Das hatte ich auf diesem PC auch noch gar nicht. Nee, stimmt. Nee. Schon so lange her alles, ne? Schon so lange her, das wieder. Aber da hatte ich das Mikrofon hier schon. Ja. Ja, da muss ich mir auch mal ein neues kaufen. Also, ich muss mir überhaupt mal eins kaufen. Also, kein neues, sondern überhaupt mal eins, weil. Ich merke das immer wieder, wenn wir zusammen irgendwie aufnehmen oder jetzt im Konvoi oder so. Das ist schon echt ein deutlicher Unterschied, ne? Ja, es ist schon ein Unterschied. Also, es ist ein bisschen voller halt, ne? Wenn du so alleine drehst, merkt man es nicht so krass. Ja. Ja, aber wenn dann halt einer dabei ist, der dann so ein Dingens da schon so hat. Professionelles Gerät da. Klingt der Klang ein bisschen klarer. Ja, definitiv, ja. So. Aber soll ich dir was sagen, was der Chakoti macht? Was denn? Was meinst du, der benutzt der Chakoti ein Headset
oder auch so ein Mikrofon. Ein Headset. Ein normales Ticket, bitte. Richtig, mit Bassverstärkung. Aha. Der ist ja auch geil, ne? Vielleicht habe ich das Geheimnis gelüftet jetzt, dass ich dich lüften sollte. Aber er benutzt Bassverstärkung zum Teil. Jetzt kriegst du Ärger. Nee. So, jetzt gucken wir mal von außen. Jetzt machen wir mal die Türen zu. So, so, warte, so. Ich würde sagen, gerade bei Tür 1 ist das krass. Also machen wir Tür 2. Ja gut, die... Aber machen wir Tür 1 jetzt. Guck mal bei Tür 1. Die bricht dir die Finger da. Ja. So, die Tür 3, die kann ich natürlich... Oh, guck mal da. Oh, und C2. Die kann ich leider nur von innen hier mit dem Taster machen. Toll. Naja. Toll. Bin ich schon wieder am... Das Blöde ist... hallo. Ich rutsche immer mit meinem Pöppes hier nach vorne. Mit deinem Pöppes? Ja. Fragt sich, welche Taste denn um sie nicht gebraucht wird. Also ich habe ja hier an meinem Kreuz hier, also ich habe ja an meinem Lenkrad hier und Steuerkreuz. Das X, genau, das X habe ich noch nicht belegt. Also ich meine, es gibt so Tastaturtasten auch, die man offensichtlich nicht braucht, weil man kann ja tricksen. Man kann ja mit dem Logitech Profiler, kann man ja dem Lenkrad, also dem Steuerkreuz, Tastaturtasten zuweisen. Ja. Und wenn du dann diese Taste drückst, drückst du in Wahrheit eine Tastaturtaste und dann denkt Omsi, du drückst das an der Tastatur, nicht am Lenkrad. So habe ich nämlich bei mir beim Lenkrad auch das Steuerkreuz zugewiesen. Dass das funktioniert, wenn ich ohne Lenker fahre. Was ich halt nicht verstehe, ist, es gibt ja auch eine Taste für dritte Türe. Warum hat man dann nicht einfach die benutzt? Gibt's. Es gibt Haltestellen mit Türfreigabe, so halt dritte Tür freigeben. Das weiß keiner, warum die keiner benutzt hat. Also, das kann man ja. Bei anderen Bussen ist das ja auch möglich, dass du mit der Taste die dritte Tür öffnest. Also. Ja, eben. Also, ne? Oh. Was ist passiert? Was habt ihr? Ah, die Bullen wieder. Oh. Ihr seid auch echt zu dämlich, ihr Typen. Beim Tatütatan? Oh Gott. Das will halt eine Kartageskarte. Bist du dann jetzt eigentlich Schuld nehmen? Nein, der ist mir ja draufgefahren. Ja. Sicherheitsabstand, sag ich dazu nur. Ja, das ist auch im Real Life so? Ja. Cool. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Bitteschön. So. Na, komm. Dankeschön. Bitteschön. Also, der hinten drauf fährt, ist immer schuld. Auch wenn's Bullerei ist. Ja, auch die Bullerei darf ja nicht einfach hinten drauf fahren. Also, ich kann mich nicht? Ja nicht in Luft auflösen. So. Aber die können doch sagen, ja, die waren im Einsatz, du hast den Einsatz behindert. Ja, aber ich habe ja schon rechts geblinkt, also das heißt, ich habe dir ja schon angezeigt, dass ich anhalte. Und da hätten sie ja eigentlich dann reagieren können, ne? Stimmt auch wieder. Siehst du? Weil normalerweise, wenn man die Polizei oder die Feuerwehr oder wen auch immer vorbeilässt, dann fährt man rechts ran und dann blinkt man rechts, damit die Bescheid wissen, oh, ich habe dich gesehen und ich habe das verstanden, du willst hier durch. So ist das. Hab ich schon alles so gemacht, auch wenn das eine Haltestelle war, aber trotz alledem. Ja, trotzdem. Außerdem weichen die ja nicht von ihrem Pfad ab, also. Nö, das stimmt schon. Heidhausen, wie lange ging die Linie nochmal? Wir sind ja jetzt 30 Minuten unterwegs, also ich denke nochmal 10 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Ja. Aber. Ja. Ich habe mir überlegt, wir lassen einfach die Linie jetzt hier enden. Weil wir haben ja eine Sonderfahrt, wir lassen die zwar noch alle einsteigen, aber... War aber nicht geskriptet, Leute, das ist uns gerade spontan. Ganz spontan ist mir das, ist ganz spontan eingefallen. Nee, ich habe gedacht, komm. Ist ja ein Vorstellungsvideo. Ist ja ein Vorstellungsvideo, genau, ist ja kein, ne, so. Und deswegen machen wir das, also kommt zwar an, dann wenn das Let's Play normalerweise kommt, aber trotz alledem. Ja, du wartest auf den Fahrschein, ne? Guck mal. Aber wir sind eigentlich noch relativ pünktlich, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, doch. Hallo, entschuldigen Sie. 10 Minuten zu spät. Okay. Egal. So. Aber schön, ne? Oder? Also ich finde, der Bus ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, muss man schon sagen. Und hier Licht haben wir auch. Guck mal. Oh, und Scheibenwischer haben wir auch. Guck. Ja, auf jeden Fall war das so die Vorstellung vom O405G, von dem Add-on, was ja dann am
war das denn? Am Dienstag ist es erschienen. Dienstag, genau. Mhm. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Funktionen zeigen. Ja? Und ihr hattet da Spaß dran. Mhm. Und ja, dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.